Hannover 0-1. Es war so ein Tag, dass der Ball für Bayern überhaupt nicht lief. Ja, leider haben wir nur eins verloren, aber ja, was soll ich sagen, das war auf jeden Fall nicht unsere beste Leistung. Mhm. Wir haben schon gewusst, dass Barcelona wird ein bisschen mehr Ballbesitz haben als wir, aber trotzdem, ja, wir haben unsere Chance nicht genutzt, wir hatten schon ein paar gute Chancen, wenn man das macht, dann wird die, ja, wird die Situation ganz anders, aber ja, wir haben auch Latte getroffen und noch ein paar gute Chancen, ja, leider, heute hat es nicht geklappt, aber ja, deswegen, ja, wir gehen nach Barcelona und wir hoffen, dass wenn wir nur die Hälfte von der Chance, was wir heute haben, realisieren, dann wird das gut. Barcelona hat angefangen mit ganz hohem Druck. Da hattet ihr schwierig mit. Ja, klar. Anfangsphase war echt schwer für uns. Aber dann irgendwie mit Zeit, ich glaube, in der ersten Halbzeit waren wir echt gut. Schade, dass es eine Halbzeit war. Aber ja, ich finde, ja, wenn man gegen eine spanische Mannschaft wie Barcelona spielt, man weiß schon, dass die haben mehr Ballbesitz. Und man muss mit diesen Dingen umgehen. So, ja. Mhm. Aber was hat ein Trainer durch die Halbzeit gesagt? Die letzte Viertelstunde von der ersten Halbzeit war ihr ja die bessere Mannschaft. Ja, nur ein paar Kleinigkeiten, die wir pressen sollen und sowas. Ich finde, in der zweiten Halbzeit waren wir ein bisschen defensiv besser. Deswegen hat offensiv ein bisschen gefehlt. Aber ja, es ist hier. Für dich selbst war es ganz schwierig, da vorne den Ball zu halten. Da war ganz wenig Anschluss. Ja, ich war leider oft alleine da ganz vorne. Uns hat ein bisschen dieser Umschaltmoment gefehlt, von hinten nach vorne. Wir müssen dran arbeiten und probieren, dass wir diese Situationen im zweiten Spiel besser nutzen. Also in Barcelona alles auf alles und gehen für ein frühes Tor. Ja, klar, auf jeden Fall, das wäre super, aber trotzdem, man muss einfach geduldig bleiben, weil wir wissen, dass wenn wir nur ein Tor schießen, das hilft uns viel und ja, wir gehen einfach ja, mit voller Freude da, aber wir müssen auf jeden Fall geduldig bleiben. Okay, ich wünsche dir ganz viel Glück da. Klar, vielen Dank. Danke, tschüss.